Die vierte Klasse der Mittelschule Golling besuchte zusammen mit der Salzburger AG den Windpark Mundafing und erhielt spannende Einblicke in die Funktionsweise der Windkraftanlagen. Die Schülerinnen und Schüler lernten, wie Wind in sauberen Strom umgewandelt wird und wie wichtig erneuerbare Energien für die Zukunft sind. Nachhaltige Energien sind unsere Zukunft und genauso sind unsere Kinder unsere Zukunft. Bildung ist einfach der Schlüssel für Umweltbewusstsein. Also je früher man für das Thema sensibilisiert, desto mehr können sie auch ins Privatleben davon mitnehmen und auch weitergeben und das auch selber leben. Viel neues Wissen und spannende Fakten erwartete die Schülerinnen und Schüler im Windpark Mundafing. Ja, ich habe nicht gewusst, dass die Rotorblätter halt so gebogen sind. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend sogar. Also am besten hat mir, glaube ich, gefallen, wie das alles hertransportiert wird und so und wie alle einzelnen Teile genau heißen und sowas. Der Windpark Mundafing liegt in Oberösterreich und besteht aus 6 Windkraftanlagen, die sauberen Strom für etwa 13.000 Haushalte liefern. Er gilt als Vorzeigebeispiel für erneuerbare Energien in der Region und leistet einen wichtigen Beitrag zur lokalen Energiewende. Die Salzburger AG hat selbst noch keinen Windpark. Und der Auftrag ist aber ganz klar, dass wir selber mehr Windproduktionskapazität haben möchten. Und nachdem es im Bundesland Salzburg noch keine Windenergieanlagen gibt, es ist wichtig, den jungen Salzburgerinnen und Salzburgern zu zeigen, wie Windenergie ausschaut und wie sich das anfühlt. Weil sie sollen aus erster Hand miterleben und begreifen und sehen und spüren können, was das heißt, wenn sich auch einmal in Salzburg die Windräder drehen. Die Kinder waren sehr aufgeregt, sie haben sich sehr gefreut drauf und auch jetzt hat man den Eindruck, dass sie wirklich interessiert dran sind und dass es ihnen Spaß macht und dass sie viel davon mitnehmen können. Viele Schülerinnen und Schüler begeisterte vor allem die Größe dieser Anlage. Also ich habe gewusst, dass sie groß sind, aber ich habe nicht gewusst, dass sie so vollgas groß sind. Von außen kann man nicht sehen, dass es so riesig ist, aber wenn man daneben ist oder so drinnen, merkt man, wie groß es ist und es ist halt sehr spannend und interessant. Die Schülerinnen und Schüler erlebten einen spannenden und lehrreichen Ausflug in den Windpark Mundafing, bei dem sie viel über erneuerbare Energien lernten. Der Besuch weckte ihr Interesse an Umweltschutz und der Bedeutung von nachhaltiger Energiegewinnung für die Zukunft.